Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zu Tag 8 meiner diesjährigen Halloween-Serie und heute haben wir ein All-Time-Favorite im Gepäck. Das bastel ich immer wieder und immer mal wieder im neuen Gewand. Man kann die Größe auch anpassen, aber das ist so meine Standardgröße, nämlich ein Sour Cream Container. So eine Dreieckschachtel und das ist wirklich ein Klassiker, weil sie sieht kompliziert aus, aber sie ist ganz einfach. Und die kann man für jede Gelegenheit als Tischkarte verwenden. Wunderbar, ich liebe diese Verpackung und ich bastel sie immer wieder. Wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, diese Verpackung, ich kann nicht ohne. Die Basis ist ein Stück Papier in den Maßen. Ich habe jetzt hier 14 mal 10 cm. Das ist mein Standardmaß. Macht ihr sie quadratischer, wird die Box insgesamt ein bisschen gedrungener. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Seitenverhältnis beibehaltet, einen großen Sour Cream Container basteln. Ihr könnt aus einem DIN A4 Bogen einbasteln. Da ist euch Tür und Tor geöffnet. So, alles was wir brauchen, ist ein bisschen Abreißklebeband. Das Stärkste, was ihr bekommen könnt. Und ich möchte, dass eine Seite zum Öffnen bleibt. Hier. Wenn nicht, müsstet ihr eine Seite mehr zumachen. Ich weiß jetzt bloß nicht, welche. Ich habe jetzt gerade einen Knick im Kopf. Ich glaube, eine lange Seite. Ja. So, die wird hier geschlossen. Genau. Ihr müsstet quasi, wenn ihr sie auf beiden Seiten schließen möchtet, dauerhaft schließen möchten, die beiden langen Seiten mit Klebestreifen versehen und eine kurze. So. Jetzt ziehe ich mir die Klebestreifen ab und klebe mir das erstmal zu einer normalen Toilettenrolle. Also zu einer Rolle zusammen. Gucken, dass ihr da einigermaßen die gleichen Überstände habt. Wir können da jetzt nicht mit dem Falzbein lang, weil hier klebt es. So, und jetzt schiebe ich mir diese Naht ein bisschen so auf die linke Seite. Hier ist jetzt meine Naht. Und klebt zu. Und jetzt drehe ich sie um 90 Grad. Und dann würde man quasi befüllen und zukleben. So, und jetzt habt ihr hier nämlich diese Naht. Und wenn ihr jetzt die Box so hinstellt und hier eure Dekoration anbringt oder auch nur hier, dann verschwindet die Naht hier auf der Seite. Das ist ganz nice. So, was ich gerne mache ist, ich nehme mir meinen Crimper zur Hand. Wenn ich eine Bezugsquelle finde, verlinke ich euch die in der Infobox. Es ist im Moment ein bisschen schwierig, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Damit kann man nämlich jetzt so ein bisschen die Enden einwellern. Dann bilde ich mir ein, hält das auch ein bisschen besser mit dem Klebeband, weil es ja nochmal schön aufeinander gedrückt wird. Und auch diese Seite, die ich geöffnet haben möchte oder die ich als wieder verschließbar haben möchte, drehe ich mir da auch nochmal durch. Ich drehe bei dem Ding grundsätzlich erstmal falsch. So. Und damit ist der Sour Cream Container schon fertig. Fehlt nur noch die Dekoration. Übrigens, dieses Designerpapier, die Frösche sind süß, oder? Das ist das Designerpapier wie verhext. Das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Aber das habt ihr ja schon öfter gesehen. Ups. Ups. Jetzt kommt hier alles ins Rutschen. Das Designerpapier wie verhext. Also da gibt es halt auch diesen Bogen mit den Fröschen. Kann man das ganze Jahr über verwenden. Gut für Kinder, Minibooks für Kinder, also nicht nur Halloween, aber ich fand es dieses Jahr mal ganz nett. Und da ich jetzt das Kürbismotiv habe, ist das natürlich auch ganz schön, weil Frösche springen ja durch den Garten. Also ihr seht, hier schließt es nicht komplett zu, ist aber auch nicht so schlimm. Womit machen wir denn weiter? Machen wir jetzt erst die Dekoration oder schließen wir das erst? Ich nehme die 1/8 Kreisstanze. Also das kann man hier schließen, wie man möchte. Ne? Also man kann es komplett zukleben, man kann es tackern, man kann auch so eine Schmuckklammer daran setzen. Die ist jetzt ein bisschen groß, aber ich loche es mir auch ganz gerne. Ich loche es mir jetzt nur einmal. Man könnte es jetzt auch zweimal lochen und dann eine Schleife da durchziehen. Für eine Taufe zum Beispiel oder für eine Hochzeit. Und dann haben wir ja dieses Band aus dem Hauptkatalog. Wenn ich jetzt wüsste, wie es heißt, ich blende es euch ein. Und da, das ist ja so ein Viererpack. Und da ist Feige mit dabei. Und Feige passt ja so ein bisschen in die Farbfamilie. Brombeermus, Himbeerrot.
Mit Himbeerrot arbeiten wir nämlich gleich noch. Und dann ziehe ich mir das hier einfach nur mal durch. Fixiere mir das schon mal mit einem Knoten, beziehungsweise binde mir da schon mal ein bisschen Tüllband ein. Hier habe ich Vanille pur genommen, damit das so ein bisschen schmutzig wirkt. Aber man sieht den Unterschied nicht wirklich. Ein bisschen vielleicht, wenn man es in echt sieht. Aber dadurch, dass das Papier weiß basiert ist, macht das jetzt nichts, dass ich mich vergriffen habe oben. So, wo hätte ich es dann? Hier ist nicht die Naht. Und dann fixiere ich mir das nur einmal schon mal mit einem Knoten. So. Ich habe keine dritte Hand. Da muss ich ja nur zu helfen wissen. Und jetzt machen wir mit der Dekoration weiter. Und da greife ich auf ein Set zurück. Winterfeste. Das gibt es im im Hauptkatalog. Leider nicht mehr als Bundle, sondern nur noch Stempelset und Framelit zusammen. Das war mal ein Bundle, aber wenn diese Sets übernommen werden, verlieren sie ihren Bundle-Status. Und da Winterfeste sagte schon, da haben wir dieses schöne, süße, kleine Rentierbaby dabei, den Kürbis natürlich für Halloween und für den Winter überhaupt den Schneemann. Und haben in den Framelits, das sind ja so Anhänger, die man auch einzeln verwenden kann, ne, die Motive, gibt es halt noch so ein paar kleine Goodies mit dabei. Wir brauchen zum Beispiel gleich diesen Wellenkreisanhänger. Dann brauchen wir gleich noch die kleine Flatter. Den Kürbis brauchen wir ja ohnehin. Wir brauchen auch noch das Kürbisblatt. Dann hättet ihr noch eine Schneeflocke, zwei Schneeflocken, ein Spinnennetz, einen Tannenbaum. Also ist das wirklich für den Winter komplett geeignet. Ist ein sehr schönes Set. Habe ich letztes Jahr schon gerne mitgearbeitet. Und dann nehmen wir uns hier das Trick or Treat, hätte ich gleich noch gerne. Den Kürbis einmal raus. Und stempel mir den mit der Memento-Stempelfarbe in Schwarz ab, weil ich möchte das Motiv mit Alkoholmarkern kolorieren. Wenn ihr das mit Aquapaintern und unseren Stempelfarben in der Aquarelltechnik kolorieren möchtet, dann solltet ihr das Stayson in Schwarz nehmen. Weil das wasserfest ist und das ist wasservermalbar und das eignet sich sehr gut für Alkoholmarker. So, dann muss ich mal gucken, was ich hier noch so an Alkoholmarkern habe. Hellkürbisgelb und Dunkelkürbisgelb, das ist schon mal super. Dann habe ich hier den grünen Apfel, dann fällt mir hier gleich noch mit rein der Blendstift und ich bräuchte noch ein schönes sattes Gelb. Mit was habe ich denn da gearbeitet? Also, das müsste Mango sein und das Osterglocke. Ene, mene, mu, Mango. Genau. So, und dann fangen wir an zu kolorieren. Und ich lasse derweil die Musik laufen.
So, die letzten Pinselstriche. Ich bin nicht unbedingt die Begabteste im Kolorieren und schon gleich gar nicht, wenn ich hier im Stehen und mit sehr viel Abstand vom Gesicht, also von meinen Augen zum Kolorationsmotiv oder zum Stempelmotiv, da bin ich nicht ganz so begabt, aber es geht, es ist hinnehmbar. So, not fishing for compliments. Wir brauchen die Big Shot. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. So, weil das Motiv muss ja jetzt auch noch ausgestanzt werden. Das ist, wie ich schon sagte, ein Anhängerchen. Ihr könntet jetzt die Motive auch einzeln dann, indem ihr einfach noch mal mit der Schere einen Cut setzt. Ich kann hier leider mal nicht so weit von der Kameraperspektive reingehen, weil dann kippt es mir nämlich hinten, Kupheister. So, wir brauchen jede Menge Flattertiere. Wir brauchen mindestens 2 Kürbisblätter noch. Wir brauchen... Aber wir müssen ja eh gleich nochmal Flattertiere machen. Wir brauchen dann nämlich noch diesen Anhänger in Kürbis. So, das ziehen wir jetzt erstmal einmal durch. So, das Kürbisblatt haben wir schon mal. Wir brauchen noch ein zweites. Eine Flatter haben wir auch. Also man braucht bei diesem Aufhebhelfer nicht unbedingt den ganz langen Stiel, ne? Man kann das auch so in der Hand haben. So, dann haben wir hier das Anhängerchen. Und wie gesagt, wenn man jetzt einfach mit der Schere hier den Cut macht, dann hat man auch 2 Motive und das Anhängerchen dann abschneidet, ne? Das ist überhaupt kein Thema. So, dann brauchen wir hier noch Kürbisgelb. Also wir haben hier schwarzen Farbkarton, grüner Apfel und Kürbisgelb. Für den Fall, dass ich es nicht gesagt haben sollte. Mensch, das klappt hier heute wunderbar. Es lässt sich alles super rauslösen. Eine Flatter brauchen wir noch. Das ziehen wir also nochmal durch. Kürbisblatt brauchen wir nicht mehr. Aufpassen, dass es nicht wegkommt. Und das brauchen wir auch nicht nochmal. Aufpassen, dass es nicht wegkommt. So. Komm, Mäuschen. Du möchtest doch fliegen. Dann lassen wir dich fliegen. Dann musst du aber rauskommen da. So, die Big Shot kann wieder weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sind. So, das ist das, was wir haben. Dann können wir das Anhängerchen hier schon mal gleich mit dranhängen. Was habe ich denn hier eigentlich gemacht? Ach, ich habe es zusammengeklebt. Weil das könnt ihr bei Alkoholmarkern nicht vermeiden, dass die so durchsatschen. Deswegen habe ich gesagt, ach komm, kleben wir einfach zu. Dann kann Tante Erna sich nicht beschweren. So von wegen, wenn ihr aber unsauber gearbeitet, das drückt er durch. Ja? Gibt ja immer irgendeinen, der es besser weiß. So, das ziehen wir damit auf. Schleifchen. Die Kordel ist ein bisschen steifer, ein bisschen fester, aber nicht weniger schön. Da bleibt sie wenigstens ein bisschen in Form und dreht sich nicht so ein. So, dann brauchen wir noch hier vorne ein bisschen Dekoration. Da habe ich mir gedacht, dieses Anhängerchen... Wenn wir schon mit dem Set arbeiten, können wir das auch als Kürbiszweck entfremden. Nämlich einfach hier draufsetzen. So. Dann hätten wir die Kürbisblätter. Damit können wir jetzt nämlich dieses Löchlein kaschieren, indem wir da einfach das Blatt rauskommen lassen. Ich hoffe, man kann das erkennen.
Dann haben wir noch eins, das fällt jetzt kaum auf, weil ja die Frösche auch grün sind, aber trotzdem, so ein Kürbis hat ja auch Blätter. Das kommt damit dran. So, und dann haben wir hier noch ein Trick or Treat. Da habe ich einen Streifen Himbeerrot, 1 cm. Das Trick or Treat haben wir ja hier schon mal als Stempel. Und das embossen wir uns ganz schnell mal eben noch in Weiß. Fürs Embossing brauchen wir als erstes den Embossing Buddy, damit wir uns die Statik vom Papier nehmen und Fingertapsen und sowas alles. Dann brauchen wir die Versamark-Tinte und natürlich den Stempel. Und damit stempeln wir uns das da einmal drauf. Und gleich nochmal ein zweites Mal. Zur Sicherheit, man weiß ja nie. Schafft man auch noch ein drittes Mal? Nee. Oh komm. Was soll der Geiz? Embossingpulver in Weiß. Die Dosen, wisst ihr, hier oben in der Infobox sind ganz normale Haushaltsdosen, die ich ein bisschen gepimpt habe. Sobald ich meine Embossing-Sachen raushole, kommt die Frage nach den Dosen. Also wie gesagt, schaut da oben mal hinter das i, da habe ich euch das verlinkt. Und jetzt brauchen wir Hitze. Und da der Föhn ein bisschen laut ist, passt übrigens auf eure Finger auf, ne? Ist wirklich heiß. Lasse ich die Musik laufen. So, beim Föhnen habe ich gesehen, das ist, glaube ich, hier der schönste Schriftzug. Bisschen anschrägen. Das weiße Pulver, diesen Puderstaub, den kann man dann so ein bisschen, wenn das Pulver, das geschmolzene Pulver, wenn das kalt geworden ist, so ein bisschen mal mit den Fingern drüber gehen, dann zieht ihr das mit eurem normalen Fingerhautfett da wieder runter. So, habe ich da auch Dimensionals runtergesetzt? Jo. Aber dann nehmen wir die kleinen. Schmalen. Einfach nur in der Mitte. Rauf damit auf den Kürbis. Sieht einem Kürbisdorf zum Verwechseln ähnlich. Und die Flattern setzen wir mit Gludots auf. So, einen nochmal zum Kaschieren hier oben. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Harry Potter. Die großen Kürbisse, die vor Hagrids Haus standen. So, und da können wir jetzt die Verbindung schaffen zu unserer Seitendekoration, indem wir einfach die Flattern hier rüber flattern lassen. Fertig. Tag Nummer 8 ist auch geschafft. Wir gehen langsam auf die Zielgeraden. Merkt ihr es? So, das ist meine kreative Idee für heute. Wie gesagt, der Sour Cream Container ist ein Klassiker, den könnt ihr für alles verwenden. Also für alle Feierlichkeiten, die ihr habt. Okay, eine Trauerfeier vielleicht nicht, aber da macht man das so wahrscheinlich sowieso nicht so unbedingt, ne? Aber für eine Taufe, für eine Konfirmation, für eine Hochzeit, für runde Geburtstage, für Firmenjubiläen, Essenseinladungen, Kaffeeschnack, alles Mögliche. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Vielleicht dekoriert es ja auch so schön. Also. Ihr dekoriert das sowieso immer schön, aber die schönen Frösche, ich liebe die. Ich finde die so toll. Ja. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss.